Tag, Nachmittag. Willkommen in eurem Wohnzimmer. Willkommen in der Jaila Arena zur Partie Krefeld-Pinguine gegen die Bietigheim Steelers oder wie wir das hier gerne sagen, herzlich willkommen in der Sand und natürlich auch ein Gruß an die mitgereisten Fans aus Bietigheim. Hallo, fühlt euch wohl hier bei uns im Gästeblock. Sympathische Gesten. So, meine Damen und Herren, liebe Fans, wir haben ein pickepackevolles Programm heute am Sonntag, denn es gibt heute gleich zwei Anlässe, die wir feiern werden. Denn heute ist der Geburtstag unseres geliebten Krefelder Eislaufvereins. 87 Jahre jung wird dieser wunderbare, großartige Verein, für den unser Herz so intensiv schlägt, für all das schwarz-gelbe Herzblut, ist dieser Verein zuständig mit den Meistertiteln, mit all den Emotionen, die wir gehabt haben. Und auch wenn es jetzt mehr DL2 ist, wir bleiben schwarz-gelb. So, und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum wir heute hier feiern. Und ich möchte jeden bitten, jetzt einmal aufzustehen, die Beine durchzudrücken und sich zu erheben. Genau so. Und jetzt möchte ich euch bitten, nicht nur zu stehen, sondern nehmt mal alle eure Schals in die Luft, denn das hat der Mann, der jetzt gleich hier aufs Eis kommt, verdient. Einen riesigen Empfang, einen tosenden Empfang, einen emotionalen Empfang. Und bevor wir mehr der Worte verlieren, sage ich einfach nur, ich freue mich riesig und habe Gänsehaut, dass er am Geburtstag des Krefelder FVs heute hier zu uns in die Jaila Arena kommen. Meine Damen und Herren, liebe Fans, hier kommt die 23. Hier kommt Herbert! Herbie, das ist dein Bild, das ist dein Empfang heute hier am Sonntag. Guck es dir an, Herbie, und vor allen Dingen genieß es, denn du hast es sowas von verdient. Und Herbie hat vorhin schon zu mir gesagt, ich bin genauso nervös wie damals als aktiver Spieler vorm Spiel. Ich bin mal gespannt, ob ich heute heulen muss. Ich glaube, wir arbeiten dran, Herbie. Das ist, und wenn ich in deine Augen sehe, da sehe ich schon so einen ganz leichten Glanz und das soll auch so sein. Und bevor du gleich was sagst, lass uns auch ein paar Worte über dich verlieren, Herbie, weil ich habe auch lange überlegt, was sagt man denn? Als Fan der Pinguine, als Fan von dir, wir haben viel zusammen erlebt und jetzt könnte man hier Statistiken lang machen, sonst irgendwas. Du hast 13 Jahre DL gespielt, du hast 12 Jahre davon das schwarz-gelbe Trikot getragen und das immer mit Herzblut und ganz oft als Kapitän, das ist gigantisch gewesen.
Und nicht nur das, du hast so viele Scorer-Punkte gemacht. Und ich erinnere mich an ein Spiel ganz besonders. Das war hier in der Jaila Arena, ein Spiel gegen Frankfurt. Und da hast du einen DEL-Rekord aufgestellt, der bis heute noch gilt. 4 Tore, 4 Assists. Mein Gott, was war das für ein Spiel? 8 Punkte in einem Spiel. Auch das geht mit auf dein Konto. Das ist ein Meilenstein von vielen, vielen, vielen. Dann hast du über 300 Mal in der AHL gespielt, über 50 Mal in der NHL. Du hast über 100 internationale Spiele gemacht für die lettische Nationalmannschaft. Das heißt, du bist wirklich ein Tausendsasser. So kann man es definitiv mal formulieren. Und egal, mit wem man dieser Tage spricht, gerade die jüngeren oder heute auch schon erwachsenen Spieler, die dann sagen so, ey, der Herbie hat sich im Training immer Zeit für uns genommen. Er hatte immer einen guten Tipp parat. Er hat immer geholfen. Er war immer für uns da. Und ich glaube, das sind Wege, die du geprägt hast für eine ganze Generation von Spielern. Ganz egal, ob hier, ob in der Rheinlandhalle oder sonst wo in Deutschland, das ist dein Verdienst, dass viele Spieler ihren Weg gemacht haben. Ja, und was Herbie definitiv auch ist, du bist ein Typ. Du bist wirklich ein Typ und so Typen fehlen heute. Der Sport ist so weich gelutscht, so weich gespült mittlerweile. Alle passen nur noch auf, was sie sagen. Aber du hast dich auch mal getraut, die unbequemen Dinge anzusprechen. Als Kapitän, auch durchaus als Kommentator bei Magenta TV. Und da war Krefeld nicht immer ganz oben bei dir auf der Tanzkarte. Aber auch das gehört ja dazu, sich kritisch mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das ist das, was ich schön finde, dass du ein Typ bist mit Ecken und Kanten. Und ich weiß noch, wenn du damals mit Sally, mit Kunzi oder mit Boris irgendwie mal gefeiert hast, da ist keine Kehle trocken geblieben. Und auch wenn es dir vielleicht am nächsten Morgen mal ein bisschen schwindelig war, für die DL hat es allemal gereicht und auch das ist dein Verdienst. Und du hast wirklich geliefert, wenn es drauf ankam. Und Herbie, jetzt bitte ich dich, komm mal kurz mit mir hier vorne einmal in Richtung Logo, denn du wirst jetzt gleich den Blick auf den Videowürfel brauchen. Wir haben es ja schon gesagt, du hast viele Wege geprägt und jetzt nehmen wir mal einfach deinen besten Buddy hier, Boris Blank, heute Trainer, aber ich erinnere mich auch, nach Spielen sind deine Jungs hier übers Eis gefahren, ist der Sohn von Boris hier übers Eis gefahren und das waren alles so kleine Steppkes, jetzt sind sie selber Profis oder auf dem besten Weg dazu und du hast so viel Gutes getan und ein paar wollen dir jetzt auch Dankeschön sagen und die schauen wir uns jetzt da oben an. Film ab! Hallo Herbie, hallo Krefler Publikum, ich bin im Urlaub und kann leider heute Abend nicht dabei sein. Wenn du, lieber Herbie, in den Kreise derer aufgenommen wirst, deren Trikotnummer nicht mehr vergeben wird und dein Trikot heute Abend unter das Hallendach gehängt wird. Diese Auszeichnung hast du dir wirklich verdient, nachdem du 12 Jahre in Krefeld gespielt hast, wovon du 10 Jahre lang als Kapitän die Mannschaft geführt hast. Ich bin stolz, dich in unserem kleinen Legendenclub aufnehmen zu können. Alles Gute, man sieht sich. Hey Herbie, alte Rakete, endlich hast du es geschafft, dein Trikot wird heute hochgezogen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, genieße deinen Tag, leider kann ich nicht da sein, aber wir sehen uns im Sommer. Mach's gut, Herbie, ciao. Herzlichen Glückwunsch, Dad, an deiner Leistung. Wir sind sehr stolz auf dich. Nur ein paar deiner Wegbegleiter. Und deine Jungs haben mich bei Instagram angeschrieben, haben gesagt, wir wollen für Papa auf jeden Fall ein Video machen und das hast du heute gesehen. Leute, halten wir mal fest, was es ist. Herbert Vasiljevs war eins mit Sicherheit, ein Superstar, aber er hat sich nie als solcher aufgeführt, sondern er war immer einer von uns, einer in unserer Mitte. Und auch wenn vielleicht mal das ein oder andere kritische Wort in den TV-Übertragungen gefallen ist, war das für mich immer irgendwie ein Beweis, Herbie war mit seinem Krefelder e.V. noch nicht fertig. Und dann hatten wir ein Spiel hier in den Playoffs, da haben wir uns getroffen, haben viel gesprochen und dann haben wir uns so ein bisschen connected, auch mit der neuen Vereinsführung. Und da hat man gemerkt, da wächst gerade irgendwas zusammen. Ihr habt euch sehr, sehr lange unterhalten an dem Abend und ich bin froh und stolz, dass es heute hier in dieser wunderschönen Zeremonie gipfeln wird und dass wir gleich dein Trikot verdientermaßen hier ans Hallendach ziehen werden. Aber vorher habe ich erst genug geredet. Du bist dran, Herbie.
Ja, danke zuerst für den Gänsehautmoment. Das ist wieder Wahnsinn. Ich fühle wieder wie zu Hause, wo damals ich noch gespielt habe. Wahnsinnsempfang. Dankeschön an alle. Und ich würde mich noch... Zuerst möchte ich meinen Vater würdigen, weil er war der einfach Ansporn an meiner Karriere und hat mich immer begleitet. Ein Rüdiger Noack, der hier für mich 12 Jahre lang als Mentor zu Hilfe stand. Aber auch alle anderen, die Fans, die Freunde, die Mitspieler, jeder hat einen kleinen Anteil, dass ich hier stehe. Vielen Dank dafür. Ich bin schon ganz mit 17 Jahren drüben, meine ersten Schritte habe ich im Profibereich gemacht. Und hier in der Yale Arena habe ich mein letztes Spiel beendet. Aber schon seit der ersten Sekunde habe ich die Liebe gespürt, weil die Stimmung, die Atmosphäre und die Leidenschaft, die kam von euch. Und deswegen einen großen Dank an euch, die Fans. Weil die Fans ein Herz und Seele eines Clubs sind. Und deswegen, ihr seid hier Spieltag und Spieltag und ihr macht die schwarz-gelbe Hölle immer heiß. Und das mag ich an diesem Verein. Ich mag das an euch. Und deswegen sage ich, wir sind ein Team, wir sind eine Familie, wir sind Krefeld. Danke. So, und bevor es losgeht mit dem Spiel der Pinguine gegen die Steelers, haben wir dort drüben am Bullikreis Peter Hubert stehen aus Sülz und er wird für euch und für Herbie das Lied spielen, was wir hier vor jedem Spiel hören, You Never Walk Alone. Dafür bitte einmal alle Schals in die Höhe und in der Zeit weiß ich auch, dass gleich das Trikot hier und das Dach gezogen wird und Herbie, das ist dein Moment, genieße es. Herzlichen Glückwunsch zu einer ganz tollen und großartigen Karriere. Yeah.
Sind auch mit am Start. Es gibt noch Trikots für Herbie. Und ab jetzt, Herbie, bist du für immer eine Legende. Dort unterm Dach ist dein Platz und hier natürlich auf dem Eis und in den Herzen. Meine Damen und Herren, liebe Fans, die 23, Herbert! 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 Und jetzt geht's los. Krefeld Pinguine gegen die Bietigheim Steelers. Dankeschön. Thank you.